Ja, guten Tag. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hogwarts Legacy. Wir sind in der Krypta unterwegs, weil wir gerade die Blitzprüfung abgeschlossen haben, beziehungsweise das letzte Teil des Triptychons, wenn ich es richtig im Kopf habe, gefunden haben. Und wir machen heute weiter. Ja, was ist passiert? Eigentlich nichts. Ich habe nur vergessen aufzunehmen. Das ist es halt. Ich habe nicht gemerkt, dass Hogwarts Legacy ausgelaufen ist. Und als ich reingeguckt hatte, dachte ich mir, oh, ja, das passt noch, das läuft noch. Und dann sind immer mehr die Folgen ausgegangen. Weil vor allen Dingen bei Need for Speed Unbound und Assassin's Creed habe ich noch ein paar Folgen bis nächste Woche. Also bis diese Woche. Und ja, ist halt jetzt passiert. Tut mir leid, dass mal so ein, zwei Folgen ausgefallen sind. Jetzt geht's ja weiter. So, gucken wir mal, was wir noch als nächstes haben. Wir haben Lodgogs Loyalität. Wir haben im Schatten der Hoffnung. Und da wir gerade bei Sebastian sind, möchte ich das gerne machen. Wir haben also quasi nur noch drei Missionchen. Also wir brauchen noch vier Schlüssel. Und ja. Geht heute nach Feldcroft. So, Weltkarte. Wie gesagt, es ist wirklich keine Absicht gewesen. Jetzt hätten wir da gewesen, ja, aber wie gesagt, es ist einfach keine Absicht gewesen. Und nein, ich werde nicht jetzt jede einzelne Nebenquest noch machen. Wir werden jetzt die Hauptstory durchziehen und dann sollte das eigentlich auch passen. Aber wenn ich jetzt jede einzelne noch mehr die Prüfung und noch mache, mit Sicherheit nicht. So war ich nicht gedacht, zumindest. Freut mich, Sie kennenzulernen. Willkommen in meinem Laden. Ich bin Bernhard Njai. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ich kann mal gucken, was du hast. Kann ich auch, was hast du? Was verkaufen Sie hier? Wonach steht Ihnen denn heute der Sinn? Was haben wir denn? Ach, nee. Schauen Sie doch gern jederzeit. So, warte mal, ich muss mich mal ganz kurz ausrüsten. Ich will einfach nur mal reingucken, was wir gerade so an Zeug noch haben. Ob wir irgendwas haben in der Richtung, was mir... Da habe ich auch noch nicht drin gedacht. Gut, das wäre jetzt eher erst im nächsten Level möglich. Nur mal gerade gucken, ob noch irgendwas. Nee. So, jetzt können wir die Sachen verkaufen. Sie auch. Was kann ich denn für Sie tun? So, Was verkaufen Sie hier? Wonach steht Ihnen denn heute der Sinn? Erstmal am Verkaufen. Ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Nichts Wichtiges jetzt. So. Schauen Sie doch gern jederzeit wieder vorbei. Vielen Dank. So, wir gehen mal rüber hier. Wir waren eben mit Sebastian unterwegs und er möchte seine Schwester ja irgendwann gerne retten. Und wir wissen ja so ein bisschen, dass da ein Fluch drauf liegt wegen der Stimme. Siehe letzte Folge. Und wie gesagt, nein, ich mache, wie gesagt, nicht alle einzelnen Nebenquests. Ich mache halt das, was in der Liste steht jetzt hier. Wir ziehen es jetzt durch. Ein Relikt aus den Katakomben, das ein dunkles Opfer erfordert? Ich weiß, wie das klingt, aber wenn es hilft, lohnt sich das Risiko. Weiß Ominous auch davon? Er half, das Kryptorium mit Slytherins Zauberbuch zu finden. Nun gut,
Wenn Ominous dabei ist, werde ich auch kommen. Wir haben nicht viel Zeit. Solomon will Feldcroft verlassen. Was? Verlassen? Egal, du musst ihn hinhalten. Verschaff uns Zeit, Anne. Bitte. Ich versuche es. Ich melde mich. Solomon kann Anne nicht aus Feldcroft wegbringen. Wohin würden sie denn gehen? Sebastian. Unfassbar, dass mein Onkel Feldcroft verlassen will. Anne wird ihn hinhalten. Das muss sie. Wir brauchen Zeit. Zeit? Wofür? Ich habe mehr über das Relikt erfahren. Ich habe Slytherins Zauberbuch mit dem verglichen, was in der Bibliothek über Relikte und dunkle Opfer steht. Dabei wurde mir etwas klar. Ich glaube, das Relikt funktioniert nur in der Katakombe. War das ein bisschen kompliziert, wa? Wir müssen Anne in die Katakombe bringen und dann ein Opfer darbieten? Das klingt riskant. Es ist das Risiko wert. Unsere größte Hürde könnte Ominous sein. Anne gibt dem Ganzen nur eine Chance, wenn er dabei ist. Und wir müssen es vor deinem Onkel verheimlichen. Wenn er zum Schulleiter geht, fliegen wir von der Schule. Ich regel das mit Ominous. Was meinen Onkel angeht, er ist kein Auro mehr. Was er nicht weiß, wird uns nicht schaden. Kann ich mal Ministerium melden? Alles dem Ministerium melden, wenn er es herausfindet? Ich bezweifle, dass er zum Ministerium geht, wenn er es erfährt. Er hat sich nicht im Guten getrennt. Er sagt es nicht, aber seine Abneigung gegen schwarze Magie hat sicher etwas mit seiner Zeit dort zu tun. Anne glaubt, er wollte einst Feuer mit Feuer bekämpfen und setzte einen unverzeihlichen Fluch im Kampf gegen schwarze Magier ein. Zumindest hat sie das so verstanden. Als er erkannte, wozu sein Beruf ihn gemacht hatte, gab er ihn ziemlich abrupt auf. Ich glaube nicht, dass er dem Ministerium von schwarzer Magie in seiner eigenen Familie berichten würde. Na gut. Viel Glück mit Ominous. Bis zum nächsten Mal. Ich werde dir sagen, wann wir vier uns in der Katakombe treffen. Achte auf meine Eule. Bis bald dann. Super, das hat sich ja voll gelohnt jetzt. Guck mal, hier ist noch irgendwas gewesen. Was ist denn das hier? Oh, warte mal. Die Übungspuppen. So. Ich frage mich, ob der Reisende Händler. Gut. Was haben wir denn überhaupt noch jetzt offen Aufträgen gerade? Ich habe nur noch die Thema mit der Mine, ne? Ja. Wir müssen es wahrscheinlich eh machen. Es sei denn, es kommt jetzt noch mal irgendwas dazwischen. Dann hüpfen wir mal rüber zur Mine. Da ist er. Die Küstenmine. Bin mal gespannt, wer. Oh. Gut. Ich mach trotzdem mal Feier. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Und dann geht's weiter mit der Mine. Entschuldigung, dass jetzt die Folge auch ein bisschen was kürzer wird. Es passt jetzt von der Mission her und ich möchte jetzt nicht unbedingt noch da die große Mission mit reinhängen. Deswegen ist manchmal auch ein bisschen kürzer die Folgen. Ja. Bis dann. Tschüss.